Da brauche ich keinen großen Namen Bodensee-Königssee-Radweg. Wenn du in solche Situationen, wenn du mit kleinen Kindern so einen Radweg fahren willst, das kannst du vergessen. Ja, ich wäre nicht. Ja, guten Morgen. Ich bin jetzt am Campingplatz Schliersee und fahre jetzt Richtung Bergen weiter. Ungefähr 70, 80 Kilometer werden das wahrscheinlich. Ja, und coolerweise ist 8 Uhr vorbei, 8.15 Uhr. Und ich habe alles schon fertig gepackt. Ich werde aber erstmal jetzt einen Kaffee trinken hier. Und dann geht's los. Ja, ich habe leider kein passendes Kleingeld mehr für einen Kaffee, deswegen muss ich mich damit begnügen. Kaffee geht später. So, 8.45 Uhr, verlasse den Platz. Ja, ich habe einiges im Gepäck, habe noch eine Honigmelone hinten drin, Gurke, Tomate und zwei Bier, die ich gestern nicht getrunken habe. Ja. Und hier sieht man auch die Bahngleise. Hier fährt direkt der Zug alle Stunde vorbei. Muss aber mal kräftig hupen, weil hier ja kein beschränkter Bahnübergang ist. Ja, 88 Kilometer liegen vor mir. Ich fahre bis Bergen. Da gibt es wohl einen ganz netten Campingplatz. Und freue mich auf die Route heute. Tag 4 auf dem Bodensee-Königssee-Radweg. Ich hatte zwar kein Bargeld mehr für einen Kaffee, aber habe mir noch zwei Brötchen und Brezel besorgt und Käse hatte ich gestern noch bei Netto besorgt, sodass ich mir dann unterwegs irgendwann mal mein eigenes Frühstück mache. So, hier geht es jetzt rechts. Oh, heute ist das recht entspannt, was die Höhenmeter angeht. Ich blende euch mal die Grafik ein. Erstmal kommt eine kleine Steigung und dann geht das relativ viel bergab. Upsala. Hier gibt es ein Sportgeschäft. Da hinten stand ein Autokran, Baustelle und ich wurde persönlich umgeleitet. So, Umleitung zu Ende. Wie geht's? Ja, der Reißverschluss von meiner Oberrohrtasche hat sich jetzt verabschiedet.
Ich habe mir eine neue Tasche bestellt. Für 20 Euro ist die in Ordnung. Die passt halt genau bei mir rein. Ich habe die auch täglich im Einsatz gehabt, jetzt die letzten 2 Jahre. Und für 20 Euro kann man da auch nicht meckern. Ich habe mir die direkt nach Berchtesgaden an der Abholstation liefern lassen. Da sollte ich morgen Abend da sein. Baustellenampel. Es ist ja in Ordnung, wenn man sich nicht grüßt hier. Man kann auch nicht jeden begrüßen. Aber ich stand da vorhin am See, habe Fotos gemacht und kam Radler vorbei. Hey, guten Morgen. Hat nicht reagiert. Und ich habe noch mal guten Morgen hinterhergerufen. Er so, guten Morgen, ja. Mann, also teilweise sind die echt ein bisschen grießcremig, die Leute hier. Und das bei dem Wetter und auf dem Fahrrad, da denkt man, Leute, habt Spaß. Ja, war ein bisschen Engpass gerade im Dorf. Und ja, alles aber gar kein Problem. Ja, heute Nacht habe ich wieder gefroren. Ich bin auch jetzt erkältet ein bisschen. Aber mein Schlafsack ist einfach zu kalt. Ja, ich hätte dem Schlafsack etwas mehr Wärmeisolation zugemutet. Steigung. Ah, es gibt nicht nur polnische Gänse. So, da habe ich einen Schriftzug Bäckerei gelesen. Ach, da hinten. Oh, das sieht ja trostlos aus. Ich bin gerade in dem Ort auf der Suche nach einem kleinen Bäcker. Zeig mir Google Maps an. Hä, was ist das denn? Jo, mit der Bäckerei war nichts. Jetzt habe ich schon 20 Kilometer hinter mir, noch keinen Kaffee. Ja, ich trinke den Kaffee immer auf dem Campingplatz, weil ich noch was Geschäftliches zu erledigen habe. Und das kann man schlecht unterwegs abarbeiten. Ich glaube, das sind alles Geranien an den Häusern, an den Balkonen. Soweit ich weiß, haben die Insekten nichts von den Blüten. Weiß nicht, ob es irgendwelche Alternativen gibt. Boah, fast ein Schlagloch. Ja, es ist ein super entspanntes Radeln. Es waren ein paar kleine Abschnitte an der Straße entlang, durch das Dorf durch. Aber ansonsten waren heute noch gar keine großen Steigungen dabei. Und gleich geht es auch richtig runter. Wir sind jetzt auf 768 Höhenmetern, also über Normalnull. Und dann geht's runter. Ach, bin ich ein toller Reiseführer. Ja.
Ah, das ist ein Kälber. Weiter geht's den Berg hoch. Nach Niklas Reuth. Da geht schon wieder bergab. Die schönsten Bänke sind natürlich belegt. Ah, das wäre ja vielversprechend gewesen hier. Die Wirtin, Brasserie im Reit. Wir sind ab 17 Uhr, Donnerstag bis Freitag, für Sie da. Ach, schön mit. Im Garten und Ausblick. Ja, ich hatte gerade schon eine super Abfahrt. Auch sehr kurvig. Aber ich lege mal besser die Kamera zur Seite. Ui, macht das Spaß, meine Augen tränen. Also bitte besser eine Brille vorher aufsetzen. Und nicht einhändig fahren. Tja, im Rausch habe ich irgendeine Abfahrt verpasst. So, hat man die Chance genutzt. Morgen. Ist er offen? Ah ja. Servus. Eine weite Tour, hä? Ja. Heute noch Königssee, oder? Nee, das schaffe ich wahrscheinlich nicht. Aber es wird das nächste Ziel sein. Ja, ja. Nur Bargeld. Also jetzt zum Geldautomaten. Da Papier holen, dass ich den gebe, dass sie dann wieder zurückbringe. Hier direkt am Gasthof André Lang gibt es eine Sparkasse. Mit Geldautomat. Ja. So, wieder zurück beim Bäcker. Natürlich sogar das Trinkwasser. Ja, jetzt nach einigen hundert Kilometern wird es doch mal Zeit, die Kette zu pflegen. Ich habe jetzt ein Kettenöl, nicht mehr den trockenen Schmierstoff. Ja, also bisher hat es recht lange gehalten, einige hundert Kilometer. Mit der Originalkette, mit der Originalfettung. Aber jetzt mal wieder ölen. So, weiter geht's. Ui. Ja, ich wäre nicht. Irgendwas habe ich verloren. Ja, ich wäre nicht in den Ort reingekommen, hätte ich die Abzweigung nicht verpasst. Ja, so bin ich zu meinem Kaffee gekommen. War ein bisschen nervig an der Straße, fuhren halt viele Trecker und LKWs vorbei. Aber hey, ich hatte einen Kaffee. Ah, ja. Jetzt geht's weiter. Es ist schon ein bisschen frisch. Es sind um die 20 Grad, während wir in Hamburg 26 Grad haben. Aber ist doch optimal. Das ist natürlich was für die Kinder. Das war die Familie wieder, die ich vorhin überholt hatte. Ich habe immerhin schon 32,7 Kilometer hinter mir. Hab noch 60. Aber es ist auch erst 11.37 Uhr. So gesehen kann ich das ganz entspannt weiterhin angehen. Hier gibt es auch einen Campingplatz.
Der kommt aber schnell an hier. Oh, wieder so eine Trachtengeschichte hier. Alter Derby hier. So, ich muss aber links. Ja, das war wahrscheinlich mal wieder so eine Sightseeing-Schleife hier. So, jetzt passiere ich den Bach, den wir vorhin gesehen haben. Schon wieder. Kein städtischer Hunde. Echt? Ah. Ach, mein Ständer war noch halb unten. Ja, vielen Dank, falls du das Video siehst. Hinter mir ist so ein Asphalt-Cowboy. Der prüft hier die Strecke. Den habe ich schon mal gesehen. Fährt hier mit dem Motorroller durch die Gegend. Ja, jetzt habe ich den Bodensee-Königssee-Radweg morgen in 5 Tagen gemacht. Also mit dem E-Bike gut machbar bis jetzt. Ich weiß nicht, was morgen noch kommt, aber ich glaube, so wild wird das gar nicht mehr. Ja, und viele Grüße an Peter vom Kanal Black Max. Der meinte zu mir, es wäre eine Tagesetappe hier im Bodensee-Königssee-Radweg. Mach mal. Mach mal mit deinem Riesenmüller. Sollte es doch kein Problem sein. Ah, sieht doch fast alles gleich aus, oder? Nee, das ist schon sehr abwechslungsreich hier. Diese Farben, immer blau-grün, blau-grün. Cool. Das ist die Inn. Cool, cool, cool. Kein Problem, danke. Manche Leute sind echt nicht so sicher am Radfahren. So, ein muss weiter. War gerade eine Frau mit dem Kinderanhänger, die hat mir angehalten. Das war breit genug. So, jetzt geht's rechts irgendwo. So, jetzt geht's da rein. Ja. Ui. Ja, da bin ich durch Marktneubeuern, aber das Schloss habe ich auch gesehen, ja. Das habe ich wahrgenommen, auch wenn ich so durchgeschossen bin. Ja, Landstraße, Motorräder, sehr schön. Oh, hier gibt es Kutschen zu begutachten. Das ist wahrscheinlich so ein Community-Treffen mit Kutschen. Was es alles gibt. Ich kenne nur Käfer-Treffen, Van-Treffen, Oldtimer-Treffen, E-Bike-Treffen, Wohnwagen, Fahrrad-Wohnwagen-Treffen. Das ist auch so ein Trend. Naja, kann man haben.
Aber ich möchte nicht so eine Karre hinter mir herziehen, ey. Nee. Nein, danke. Das ist doch mal wirklich ein schönes Haus. Ich bin extra mal reingefahren. Wie schön. 50 habe ich. 40 muss ich noch machen. An Kilometern. Und jetzt geht's leicht stetig bergauf. Wen es interessiert, zu meiner Filmerei. Ich filme ja alles mit der GoPro Hero 9. Bin sehr zufrieden damit. Es gibt ja wirklich viele andere, die ich kenne, die enorme Schwierigkeiten haben mit der 9er, auch mit der 10er. Also mit der 10er muss wohl richtig heftig sein. Würde ich jedem abraten, die 10er zu kaufen. Weil ich habe sie selber nicht getestet und habe ja mein Equipment ergänzt durch eine Sony ZV1. So, ich musste kurz unterbrechen. Da kam eine Straße, da kam ein Dorf. Ja, zur ZV1 hatte ich versehentlich die Produktvorstellungsfunktion eingestellt. Das ist interessant für Reviewer, wenn die ein Produkt in die Kamera halten, dann wird dann super schnell scharf gestellt. Das macht die Sony auch aus. Und ja, dadurch lässt sich aber nicht die höchste Stufe der Stabilisierung einstellen, so dass ich in Final Cut Pro, dem Programm schneide ich ja meine Videos, nachstabilisieren musste. Und das führte dann teilweise zu irgendwelchen Verzerrungen, die unschön sind. So, wenn jetzt mal ein schönes Bänkle kommt, trinke ich meinen O-Saft und schau mal, was ich sonst noch dabei habe. Hier geht es stetig bergauf und hier fahre ich direkt am Fluss entlang. So, bei der Zimmerei Josef Schmidt geht es endlich mal wieder weg von der Landstraße auf einen vernünftigen Radweg. Die Oberfläche war gut, überwiegend. Aber es waren ein paar Kilometer jetzt an der Landstraße, das ist nicht schön. Mit Autobahn auf- und Abfahrt und so. Das will man nicht, das will man. Autofrei ist immer ganz wichtig. Ja, und links ist die Autobahn. Und da ist auch eine Straße. Deswegen habe ich das Bänkchen nicht genommen. Ruhig ist es hier nicht. Bergauf und Gegenwind. Und mein Hintern tut mir mal weh. Ja, in der Hose, die ist nicht optimal. Merkst du jetzt am zweiten Tag schon. Also morgen werde ich wieder meine Tennishose zu meinem Tennis-T-Shirt anziehen. Am besten noch einen Schläger auf dem Rücken. Oh, nicht schon wieder an der Landstraße entlang. Ich bin gerade ein bisschen durchs Dorf, durchs Wohngebiet. Hab gehofft, dass es ein bisschen abseits von den Straßen geht. Aber irgendwie wollen sie mich nicht loswerden. Jetzt sitze ich bei so einem Medica in Aschau am Brienensee. Oh, keine Bank gefunden, die vernünftig war. Überhaupt nichts. Die letzten 30 Kilometer. So, ich habe mich mal kurz noch ein bisschen orientiert, Wasser getrunken. Ich
glaube, hier werde ich nicht alt. Das ist der Bodensee-Königssee-Radweg übrigens. Immer noch der Bodensee-Königssee-Radweg. Ja. So, ich rolle jetzt in Bernau rein, in Chiemsee. Und ich habe eine Antwort vom Campingplatz am Königssee bekommen. Campingplatz Mühlleiten. Die meinten, für Fahrradfahrer hätten sie immer einen Platz frei. Und ich solle nur nicht so spät kommen. Oh, das ist immer diese Übergänge an den Gehwegen. Das ist immer ein Schlag in die Reifen. Oh, das ist doch scheiße. Ich bin immer noch auf dem Königsweg. Königsweg. Oh, 73,7 Kilometer habe ich jetzt. Es ist 14 Uhr. Und sind noch 18,8 bis zu meinem Campingplatz in Bergen. Und ja, die letzten 25, 30 Kilometer suche ich ein schönes, ruhiges Bänkchen im Schatten. Ich habe nichts gefunden. Ich würde gerne mal mein Käsebrötchen essen. Oder Melone oder meinen Orangensaft in Ruhe trinken. Ja, also die zweite Hälfte hat mich bisher enttäuscht, wirklich. Da hätte ich mir meine eigene Route auch zusammenstellen können. Da brauche ich keinen großen Namen Bodensee-Königssee-Radweg. So, bin in Rottau. Ach, es geht wieder weiter an der Landstraße. Aber mit selbst mitgebrachten kann ich mich da auch nicht hinsetzen. Kann man doch die Räder spazieren. Oh Mann, das haben die, glaube ich, gehört. So, wo ist der Radweg? Ja, vor lauter Stress, ich hätte abbiegen müssen. So, muss rechts lang. Auch wenn das hier anders ausgeschildert ist, ich fahre die Route nach Open Cycle Maps. Oh, ich sag's dir. Hey, ich bin echt genervt heute Nachmittag. Sorry. Aber es muss ja auch mal gesagt werden, man kann nicht mal alles beschönigen. Toller Radweg. Wenn du in solche Situationen, wenn du mit kleinen Kindern so einen Radweg fahren willst, das kannst du vergessen. Das kannst du durch den Ort schieben hier. Das kann man machen, ja. Aber das ist kein Radweg mehr. So, hier geht's ja wieder. Ich hoffe, das bleibt mal ein bisschen so. Okay. Jo. Wohngebiet. Das war die Tiroler Ache. So, ich halte mal an. Ich habe gerade meinen Akku gewechselt. Ich hätte noch 12%. Es sind zwar nur noch 10 Kilometer, aber ich schätze mal, das reicht da nicht ganz. Ja, ich hätte hinter der Brücke links abbiegen müssen und wäre jetzt hier auch nicht gelandet. Aber egal, jeder verfährt sich mal, auch ich, vor allem ich. Nein, das ist ja ganz normal, ich zeige es halt auch immer. Aber es entsteht wahrscheinlich der Eindruck, dass ich mich ständig nur verfahre. Nee, ich bin eigentlich da ganz gut organisiert, denke ich mal. Jetzt trinke ich erstmal O-Saft und mein Käsebrötchen esse ich dann auf dem Campingplatz gleich. Da werde ich mit Sicherheit einen Platz bekommen, da bin ich mir ganz sicher. Wenn ich um diese Uhrzeit ankomme,
sollte es kein Thema sein. Da ist auch kein See in der Nähe, also keine großen Attraktionen. Deswegen habe ich da gute Hoffnung. So, Matthias, komm mal wieder ein bisschen runter. Freu dich auf den Campingplatz. Oh, guck mal, schöne Obstbäume hier. Das ist doch schön hier. Radwegausschilderung. Oh, eine Gravelpiste. Schön. Und flach wie in Ostfriesland. Sehr schön. Ich glaub's nicht, da war gerade eine Bank im Schatten. Aber 10 Kilometer vom Campingplatz, fahr ich doch lieber weiter jetzt. Hier gibt's eine Pension. Bodensee-Königssee-Radweg geht ja auch noch weiter über diese schöne breite Straße. Ah, das war jetzt noch etwas Landstraße. Ja, kam hier viele Rennradfahrer entgegen, die Rückenwind hatten und da richtig schnell mir vorbeigeschossen sind. Es sind noch 2 Kilometer bis zum CP. Hier geht mein Weg weiter. Der Bodensee-Königssee-Radweg führt geradeaus. Ich bin aber jetzt links abgebogen. Und sozusagen liegt der Campingplatz nur 800 Meter vom Bodensee-Königssee-Radweg entfernt. Ja, also ist das kein Umweg. So, hier ist die Anmeldung. Glaube ich. Oder da? Oder da? Ist nicht so ganz klar, aber ich glaube da. So, ich bin jetzt auf Platz 4. Er meinte, er könnte sich noch jemand dazustellen, wahrscheinlich auf Platz 5. Oder 4, es ist ja groß genug hier. Und ja, witzig, hier vor 2 Jahren waren Anne und Mario auf dem Platz. Die hatten Platz 5 gehabt und saßen hier auch auf dieser Bank. Ja, es ist Zufall. Wobei, am Stiersee waren sie auch. Da hatten sie einen Platz direkt am See aushandeln können. Ja, ich baue mal auf und esse erstmal mein Käsebrötchen. Und das Geilste ist ja, ich kann hier ins Schwimmbad gehen. Der hat mir noch eine Karte gegeben, kostet nichts extra. Und ich kann eine Runde paddeln. Sehr nice. So, das Zelt steht. Jetzt mache ich mir erstmal ein Käsebrötchen. Hab hier noch Gurke, Tomate, eine Brezel, Brötchen und sogar noch Melone. Ja, noch ein Bier mitgebracht. Das hatte ich noch von gestern, als ich bei Netto war. Und hier kann man auch Bier kaufen oder Getränke überhaupt. Kostet Bier 1,25. Kann man nicht meckern. Ja, erstmal was essen, bevor ich ins Schwimmbad gehe. Fazit zum Radweg. Also die erste Hälfte war ja richtig schön. Aber die zweite Hälfte, es waren bestimmt auch 50 Kilometer. Die nur an der Landstraße entlang ging. Und dann ging es durch die Städte, die voll waren mit Autos. Und da kam man immer nicht so richtig durch auf dem Gehweg. Und teils ja, musstest du umdrehen. Und dann standen da Autos. Also das ist überhaupt nicht geregelt. Da ist Deutschland hat echt ein Defizit, was die Radwege in den Städten angeht. Naja, ich will jetzt nicht meckern. Das war okay.
Aber ich hoffe mir, dass es morgen besser wird, weil sonst kriegt der Bodensee-Königssee-Radweg von mir nur 2 Sterne. Nein, jetzt höre ich mal auf zu meckern. Ich muss erst mal runterkommen, trink mein Bierchen und dann gehe ich schwimmen und dann bin ich bestimmt wieder entspannter. Und vor allen Dingen was zu essen. Nachdem ich losgefahren bin vor 6 Tagen, war das mal wieder der erste Regen. Auch wenn es so ein kleiner Schauer war, es hat doch ganz gut getan. Ja, mit dem Schwimmen hat es doch nicht geklappt. Irgendwann habe ich den Gong gehört vom Schwimmbad. Liebe Gäste, bitte verlassen Sie das Schwimmbad. Wir schließen gleich. 18 Uhr macht das Schwimmbad hier zu. Okay, dann hat sich das auch erledigt. Ja, den Campingplatz morgen Abend habe ich auch klar gemacht am Königssee. Und danach fahre ich ja nach Salzburg und will dann weiter auf der Alpe Adria. Ich fahre nicht ganz bis ans Meer, bis an die Adria runter, sondern bis Villach. Da geht ein Zug wieder zurück. Aber den ersten Campingplatz übermorgen habe ich jetzt auch klar. St. Johann Wiesenhof heißt der. Ganz freundlich, sie sagte, für Zelte haben sie immer einen Platz. Ja, dann freue ich mich auf den morgigen Tag. Ich lasse den Abend ausklingen. Das ist immer sehr schön, wenn man doch früher auf den Platz ankommt. Da hat man noch ein bisschen Zeit, runterzukommen, noch ein bisschen, ja, einfach auch andere Dinge zu machen, als wenn man morgens so lange auf dem Campingplatz rumlungert und nicht in die Puschen kommt. Aber gut, ich versuche mal morgen auch frühzeitig loszukommen, weil sie meinte am Königssee, ja, bitte kommen Sie nicht zu spät, ansonsten ist es kein Problem. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen hoch und bis morgen. Gute Nacht.